Kann ich ihn verfolgen? Ja, nein, vielleicht. Nee, der grüne Punkt ist weg. Gut, reden wir doch nochmal mit der Hexe. Oder mit der Umi. Und dann mal gucken. Obwohl, sie scheint nicht mehr da zu sein. Das Haus steht leer. Doch, sie steht noch da, okay. Hallo, du olle Hexe. Oh, hallo. Oh Gott. Jetzt habe ich sie auch noch angemacht. Na super. Ist F3 jetzt Hexe-Heldenpose? Sieht so aus, okay. Fertigkeiten, Ausdrucksmittel, Geselligkeit, nee, nicht da. Bekanntheit, sexy Heldenpose. Das machen wir hier mal so mit dahin. Einfach mal so, dann können wir das in der Stadt wieder hier so rumprahlen, wie sexy ich doch bin. Ne? Bin ja ein totales Sexsymbol und hab einen Adoniskörper. Weiß man ja. So, und wir gehen jetzt erstmal hier zur nächsten Mission. Ich glaube, da war ja die Händlerrettung. Damals hatte ich halt immer so einfach jede Quest angenommen und sowas. Das Problem ist halt, dass es halt diese bösartigen Quests gibt. Und da hatte ich da zuerst das Händler-Massaker angenommen. Das konnte ich dann nicht abbrechen und ist ein bisschen doof gelaufen damals. Beim erstmal durchspielen. Danach ist man immer schlauer. Hey. Jetzt mach's tot. Danke. So. Okay. Gemacht, getan. Müssen wir jetzt da durch? Darkwood. Nee, wir müssen zu dem Händlerplatz da kurz vor Oakvale, ne? Grabhügelfelder. Ja, da müssen wir hin. Teleportieren. Okay. So. Ich glaube zumindest, dass wir hier hin müssen. Dann müssen wir doch noch weiter. Fragen über Fragen. Hier hätten wir noch einen Händler, mit dem können wir noch mal kurz sprechen hier. Sucht ihr nach den blauen Pilzen? Dann seid ihr hier genau richtig. Aha. Ganz schön gefragt, das kann ich euch sagen. Ich habe nur noch einen übrig. Du hast einen komischen Schädel. Hab einen an einen Händler bei der Gilde. Ach so, das sind Haare. Und die anderen beiden? Mal überlegen. Genau. Einen bekam eine sehr unglückliche Frau, die sich gern am Picknickplatz aufhält. Den anderen bekam ein Typ, der eine Fete im Gildenwald steigen lassen wollte. Aha. Ihr seid also interessiert? Die Nachfrage ist hoch, der Bestand gering. Daher kann ich nicht unter 1500 Goldstücke gehen. Na, das ist aber schlecht. Dann werde ich den später kochen. Wir brauchen nur diese vier Pilze, um den einen Jungen zu retten in Bowerstone. Ne? Und ja. So jemand wie ihn. Dann muss das halt noch ein bisschen warten. Habe ich das jetzt richtig So, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Kann ich irgendwie eine große Map öffnen oder sowas? Irgendwie hier so. Da, Karte. Hier wird jetzt auch nicht angezeigt, wo ich hier irgendwie eine Quest habe oder sowas. Schade eigentlich. Halt da. Zwillingsklingenslager. Okay. Da müssen wir hin. Gibt's da ein Portal hin? Ja, gibt es. Wow. Teleportieren. Und dann mal gucken. Was wir da für eine Quest haben. Ich meine, es war diese Händlerrettung. Ich weiß es aber nicht mehr. Ach, Avo sei Dank, ihr seid hier, Sir. Die Situation ist übel, wirklich übel. Die Räuber verlangen Schutzgeld von der Händlergemeinschaft und nahmen drei Geiseln, um zu beweisen, dass sie es ernst meinen. Nein. Die Gemeinschaft weigert sich zu zahlen und heute ist der letzte Tag. Sie haben mich gerufen, weil ich ihnen was schulde, aber...
Hab gerade erst die Wächterschule abgeschlossen und mit nur einer 3- in Geiselbefreiung. Aha. Wisst ihr was? Ich sage euch, wo sie sind und überlasse euch den Rest. Mal sehen. Einer ist unten am Berg und zwei weitere sind auf der anderen Seite der großen Tore. Alles klar? Also, ich mache jetzt einen taktischen Rückzug, bevor sie mich Taktischer sehen. Rückzug, genau. Viel Glück. Ich glaub's auch. Mein Gott, ist das ein Feigling. Na gut. Dann müssen wir es halt wieder mal alleine machen. Gibt auch, wenn wir es schaffen. Wow, 5000 Gold. Wartet mal eine kaum verdammte Minute. Ihr wollt die Händler befreien? Ja, will ich. Und du stehst mir im Weg. So, bam. Also, unten am Berg und am Tor. Gucken wir uns gleich an. Erstmal den da hinten noch vernichten. Nein, ich bin nicht hier für die Händlerbefreiung. Nein. So. Dann zücken wir mal kurz hier unseren Bogen. So, und dann schauen wir mal. Das sind alles normale Leute. Irgendwo hinter diesem Baum ist, ups. Ich habe irgendwen getroffen. Das wollte ich gar nicht. Geh weg. 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 Ups. Das war ein Heiltrank. Das war aber irgendwie schlecht. Ja, ja. Ich will die Händler retten. Na und? Ich denke halt jetzt, man muss die Händler retten, ohne dabei großartig gesehen zu werden oder sowas. Aber ich kann mich da auch täuschen. Da wäre mir sowieso kein Verstohlenheitsmodus. Obwohl, das muss ja auch nichts heißen. Ja, mal gucken. Wir gehen jetzt erstmal da runter und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwen, ne? Na, ich bin erstmal Mammut und so, ne? Und ja, ich will die Händler befreien. Na und? Der Wächter ist tot! So. Lasst mich hier raus! Ja. Ihr da! Ihr seid von der Gilde! Endlich Rettung! Von der Gilde, da steht doch irgendwo drauf. Diese Räuber sind ein wilder Haufen! Ihr müsst mich rausholen! Jo. Ach. Ach, hey. Wir müssen die auch noch eskortieren, das ist super. Alter. Gibt's doch nicht. Immer diese Eskortierscheiße. Da war ich schon noch nie gut. Braucht ihr jemanden als Rückendeckung? Nein, ich brauche eigentlich nur jemanden, der die Schnauze hält. Ja, und sowas gibt's halt hier eher selten. So, gehen wir mal wieder zurück nach oben. Da steht natürlich wieder ein neuer Typ. Hey, was geht ab? Jetzt kann ich einen Trank trinken. So. Komm her. Na los. Danke sehr, Sir. Wenn ihr uns hier alle rausgeholt habt, können wir euch vielleicht einen Rabatt geben. Das klingt gut. Vielleicht könnt ihr mir auch was schenken. Schon mal darüber nachgedacht? Ich nehme gern Geschenke. Jeder mag Geschenke. Oder nicht? Braucht ihr jemanden als Rückendeckung? Ihr seid so, jetzt folgt er mir immer noch. Das heißt, ich muss den gar nicht zum Anfang bringen. Das ist jetzt mein Gedanke gewesen, weißt du? Braucht ihr jemanden als Ich bin einfach zu doof dafür wahrscheinlich. Aua. Lass mal den Scheiß hier. Aua. Was ist das? Au. Au. So. Ups. Nein. Jetzt wollt ihr doch noch die Erfahrungspopel. Oh. Furchtbar. Manchmal einfach furchtbar hier. So. Einfach mal rein ins Getümmel. Und dann wird das irgendwie schon, vielleicht. Was seid ihr für mächtige Schurken mit Augenbinde? So. Ja, glaube ich auch. Willst du mal ausprobieren? Siehst du, hat wehgetan. So. Das sind unsere Gefangenen, schnapp die! Ja, ja, ja. Ist doch nur ein Gefangener, also heul mal nicht rum. Ja, du wirst auch gleich sterben, weißt du?
liegt so in der Natur, in deiner Natur. Ja. So. Nö. Na gut. Ah, mein Retter. Ihr seid doch gekommen, um mich zu retten, oder? Ausgezeichnet. Manchmal neigen wilde Typen wie ihr auch dazu, uns den Kopf abzuschlagen. Egal, auf geht's. Doch, dir würde ich gerne den Kopf abschlagen. Einfach, weil du so dämlich bist. Okay, Wiederbelebungsfiole, das ist nicht schlecht. Da kommt jetzt so ein Typ angelatscht. Hey, was geht ab? Willst du einen blauen Pilz und so? So, wir müssen jetzt geradeaus hier. Da ist nämlich dann noch der andere Typ, oder ist er ein Leibwächter oder sowas? Keine Ahnung. Wir haben ja noch einen grünen Punkt auf der Karte. Dieser verdammte Held ließ alle Händler gehen. Ja. Aua, aua. Das gibt's ja nicht. Das verrecke doch einfach. Ja, sehr nett. Und lasst ihr mich jetzt hier raus, oder was? Sag ich nicht. Da schulde ich euch wohl Dank. Habt euch ja reichlich Zeit gelassen. Habt ihr eine Ahnung, wie lange ich auf die Rettung gewartet habe? Wir können nicht ewig hier rumstehen und reden. Wir müssen hier weg. Sofort. Okay. Dann rede doch nicht so viel. So, jetzt gucke ich aber noch kurz, was ist das für ein anderer grüner Punkt auf der Map. Ich schaue da nochmal vorbei kurz. So, und ich werde hier von mehreren... Achso, von den Personen gesehen. So, einmal hier hochgehen und nur mal gucken, wer oder was da noch ist. Ach, das Ding. Ja, ich erinnere mich. Hi. Jetzt ist es zu spät für einen Kampf. Ihr hättet pünktlich hier sein sollen. Okay. Also es gibt halt diese Kampfringe und da kann man dann irgendwie Ansehen bekommen oder ich weiß auch nicht was. Schon ein bisschen her. Die Leute mir so jetzt während der Händler-Eskorte, kannst du ja mal eben machen. Aber anscheinend heute nicht. Weil es schon wieder früh morgens ist oder so. Ich weiß es nicht. Es gibt halt Events, die kannst du wirklich nur in der Nacht machen und welche, die kannst du nur am Tag machen und so weiter und so fort. Und das wäre halt eins davon gewesen, dass du in der Nacht machen kannst. Ja. So wäre es rein prinzipiell gewesen. Braucht ihr jemanden als Rückendeckung? Nein, ich brauche jemanden, der die Klappe hält. Immer noch. So, komm her hier. Au. Ja, ich krepiere auch gleich mal, weißt du? Aua, wo kommt denn der auf einmal her? Weg, weg. Alter, jetzt haut doch nicht auf die armen Händler. Die haben euch jetzt mal nichts getan. So. Halt's mal. Also wirklich. So, jetzt ein Tickchen schneller laufen hier. Irgendwas ist im Busch. Deine Mutter ist im Busch, meine Güte. Was bietet er mir bitte schon solche Vorlagen? Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Habt ihr Tränke oder Essen? Ja, Trank habe ich. So, haben wir es jetzt? Treffe ich auch noch daneben. So, jetzt haben wir es aber, ne? Seht euch. Ja, jetzt haben wir es. Es ist schön, wieder frei zu sein, wirklich. Danke, ihr seid ein patenter Typ. Ich gebe euch einen Rabatt auf meine Waren, falls ich euch je wiedersehe. Also niemals. Niemals. Okay, hätten wir es auch geschafft. Kriegen wir wieder 5000 Gold, das ist eine ganze Menge. So, als nächstes könnten wir eigentlich mal gucken. Heldenstatus, Quests, was wir denn noch so an Quests haben. Das kranke Kind, der rauschbärtige Glaskopf. Ach ja, das sind ja die kleinen Nebenquests. Aber nichts davon jetzt von der Questkarte von der Gilde. Das heißt, wir könnten jetzt mal kurz in der Gilde vorbeischauen. Heldengilde. Teleportieren. Dann mal gucken. Ob die irgendwie eine neue Questkarte haben. Oh, also mit Sicherheit haben sie bestimmt schon 30 Mal jetzt gesagt, dass sie eine neue Questkarte haben.
So, Gildenmeister, was sagst du denn? Nordhall Glade wird von Belverinen angegriffen. Nein. Sucht auf dem Kartentisch nach einer Questkarte. Oh. So, Kartentisch. Weißer Belverinen Händlermassaker wollen wir nicht. Quest übernehmen. Ja. So, Händlermassaker ist ja eine böse Quest. Machen wir nicht. Nee, heute nicht. Dann gucken wir nochmal kurz, einfach mal so, weil es mich immer mal wieder interessiert, wie dann hier meine Persönlichkeit ist.